Jetzt bitte ich Sie bitte alle in kleinen Gruppen das Gelände zu verlassen, da hier keine Versammlung angemeldet ist. Und dann ansonsten müsst ihr jetzt Kräfte nachführen, müsst alle Identitäten klären und einen Verstoß gegen Versammlungsgesetz machen. Das wollen wir nicht, das wollen Sie nicht. Deswegen bitte ich Sie bitte in kleinen Gruppen das Gelände zu verlassen. Danke. Ich will nicht, aber Sie sehen, dass sich die Leute finden sollen und dass sie trotzdem den Platz verlassen müssen. Die Möglichkeit von dem, was Sie wollen, wurde Ihnen gegeben. Aber Sie könnten die Rosen hinlegen, etc. Aber da möchte ich mir auf den geben. Es wurde keine Versammlung angemeldet. Aber schauen Sie sich bitte auf den Platz um. Ja, aber ist das im Grunde Leute zu besorgen? Wie ist das verhältnismäßig? Das ist meine Frage. Arvin ist halt eben aufpassen, dass ich jetzt nicht Versammlungsrat gehabt habe. Was wäre, wenn jemand jetzt eine Spontanversammlung zum Beispiel anmeldet? Das ist immer möglich. Das ist, das steht im Grundgesetz drin. Das liegt da. Das ist eingeschränkt. Das darf nicht eingeschränkt werden. Das ist doch das Problem. Das Grundgesetz darf nicht eingeschränkt werden. Für euch ist es total blöd. Wir machen das meiner Meinung nach wird ihr instrumentalisiert. Aber wie wollen wir uns denn kundtun, wenn wir überall vertrieben werden? Melden Sie doch die Querdenker am auf dem Domplatz. Ich war da jede Woche. Wer ist denn Querdenker? Wieso treten Sie an die Linke und die Rechte, die lassen Sie zu? Der Weiße Sack hat doch selber Querdenker auf der Jacke gehabt. Die Rechten dürfen doch genauso gerade die neue Stärke aufbauen. Wir sind doch auf dem Domplatz. Wir sind in der Mitte. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe auch mit den Rechten nichts zu tun. Das sage ich auch nicht, aber Sie sagen ja nur die Linken. Ich sage, die Rechten dürfen das genauso, das dürfen das alle. Und die neue Stärke Erfurt auch. Und Weimar verbieten sie, oder? Wenn ich in Weimar das andere Landratsamt, dann habe ich nichts zu tun. Ja, das ist ja das Problem. Wir wollten nach Weimar Solidarität zeigen, weil ein Richter Kinder geholfen hat und jetzt hat verbieten wir uns. Ja, das hat mit hier aber nichts zu tun. Ich habe es Ihnen erklärt, ich bitte Sie jetzt nochmal zu gehen. Sonst werden Sie alle eingekesselt, wenn Identitäten erhoben. Das wollen wir doch nicht. Wir könnten noch aber zum Beispiel... Als Spontanversammlung gehen Sie jetzt bitte einfach, okay? Eine Spontanversammlung könnten wir anmelden. Wollen wir nicht. Deswegen bitte ich Sie einfach zu gehen, damit wir keine Gewalt, keinen unmittelbaren Zwang anwenden müssen. Dann könnten wir eine Spontanversammlung anmelden. Nein, dafür brauchen Sie ein Hygienekonzept, das liegt nicht vor. Deswegen gibt es aber eine Verfügung. Das kann man vor Ort machen. Ich melde für mich eine Spontanversammlung an. Doch, ich bin hier jetzt zufällig. Das ist abgelehnt. Das ist im Landratsamt schon alles in der Stadt Erfurt. Alles ja, klar. Das geht gar nicht. Ja, klar, weil das Landratsamt keine Unannehmlichkeiten haben will. Das ist völlig logisch. Und es gibt Paragraphen. Aber somit kann sich der Bürger nicht schützen. Ja, und das ist ja nicht Sinn. Ich mache doch eine Sammlung anmelden können. Haben Sie jetzt mache ich ja Spontan-Demo und gebe Ihnen ein Hygienekonzept. Was ist doch spontan? Wir können uns aber auch alle hinsetzen. Wichtig. Und das, was die Stadt will. Aber der 1. Mai, und das ist noch nicht überrascht, das kam nicht gerade. Sie hätten bei uns keine Spontan-Versammlung, weil es keinen spontanen Grund gibt. Auch keine Eilversammlung. Ja. Sonst hätte Weimar. Weil man nach Weimar nicht darf und den Bürger vor die Stadtgrenzen stellt. Ja. Das ist der spontane Grund. Und deswegen kommen sie alle zum Amtsgericht. Ja. Weil das die Justiz ist und bei der Justiz wollen wir... Wissen Sie, was das ist? Das Grundgesetz. Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4. Wir könnten überlegen natürlich, ob wir eine Spontanversammlung jetzt machen. Ne? Das machen wir nicht. Mit die Kummer laufen wir den Kreuzer quer. Der Käse macht keinen Sinn. Der Käse macht keinen Sinn. Das sind nur mal Leute. Ihr schaut euch später mal nicht mehr in den Spiegel. Ihr wisst, was ihr für Leute seid. Ich habe vorhin schon gesagt, ich soll mal überlegen, was ich mal ihren Kindern und Enkeln erzähle. Also auf jeden Fall ist 15 Uhr in der Staatskanzlei. 15 Uhr in der Staatskanzlei ist Demo. Das ist da, wo der Ministerpräsident Ramelow heute natürlich nicht ist. Also Leute, ich glaube, dass ich ein Thank you.
Sie hier nicht.